Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Fun Game. Wir haben letzte Woche zusammen gespielt, die beliebtesten Champions in League of Legends und ihr seht schon anhand der Bilder, wir spielen diesmal die 10 unbeliebtesten. Natürlich ist mein geliebter Bro wieder mit dabei, der Powrot. Yeah, Buddy! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, wieder mit Mr. Mike AP unterwegs. Link zu ihm natürlich in der Beschreibung. Und ihr seht schon, welche Champions gepickt sind. Ich bin ein bisschen überrascht. Wir haben bei LoL King eingegeben die 10 unbeliebtesten. Und das sind Urgot, Galio, Aurelion, Kog'Maw, Karthus, Anivia, Sejuani, Mordekaiser, Nunu und Rek'Sai. Und das sind teilweise für mich Champions, die doch ganz interessant sind und ich gar nicht verstehe, warum sie so selten gespielt werden. Das stimmt, ey. Vor allem bei Rex habe ich mich gewundert, dass er jetzt am. Also, wir haben natürlich sortiert jetzt nach wöchentlich, aber der ist einfach mal von allen Champions. Wie viel gibt es inzwischen? 130 oder so? Auf jeden Fall, er wird am 10. wenigsten gespielt. Rek'Sai, wo die Pros ihn einfach rauf und runter spielen. Das ist schon auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Auch nochmal der Hinweis Das von mir. zählt. Ganz wichtig, weil es ist einfach mein Bro und Familie unterstützt sich. Deswegen, mir wäre es wichtig, wenn ihr einfach mal auf den Kanal von Powrot geht und ihn eventuell unterstützen könntet. Was Powrot auszeichnet, meiner Meinung nach, ist seine extremst positive Art. Also, wer da Bock drauf hat, der kann da gerne vorbeischauen. Ach, gut, jetzt hat es mir natürlich die Sprache verschlagen. Sauber, vielen, vielen Dank, Mike. Geilo Family unterstützt dich, wo es nur geht. Und auch ihr da draußen gehört zur Geilo Family. Also unterstützt nicht nur uns, auch mit einem Daumen hoch und wie gesagt, mal den Link in der Beschreibung anklicken, sondern unterstützt euch auch gegenseitig in der Family. Ja, denn das zeichnet, also jetzt habt ihr gehört, was mich auszeichnet, aber das zeichnet auch generell die Geilo Family aus, denke ich, dass wir versuchen als Vorbilder durchs Leben zu gehen und jetzt geht's langsam los und ja, zurück zum Spiel League of Ich war Legends. komplett am Trollen jetzt hier in der Auswahl. Oh, ich war gerade, ja, du hast mich Ich habe meine rausgebracht. Kamera die ganze Zeit groß und klein gemacht, ein bisschen rumgedeppt. Okay. Also, ich, Galio, in der Top Lane mag ich gerne. Ich finde, er ist in der Mitte als auch in der Top Lane gut aufgehoben, wird aber demnächst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch reworked. Also Ja, das ist schon lange überfällig. Genauso wie bei Urgot. ich glaube nach Warwick war es der nächste Champion, der reworked werden sollte. Und Was Warwick ich kommt krass jetzt. finde, ist, Mordekaiser wurde ja reworked. Dann Ist war er auch aber. als ADC ja gespielt. Und dann haben die ihn genervt. Und seitdem einfach einer der am wenigsten gespieltesten Champions League of Der Legends. unbeliebteste Champ, was es Wirklich. gibt. Und wenn man mal die Eigentlich voll Relation kacke. anguckt, letzte Woche hatten wir Yasuo, der wurde 150.000 Mal gespielt. Und Urgot ist der am wenigsten gespielt. Der wird unter 5.000 Mal gespielt. Das ist schon heftig. Oh, da will jemand Hilfe. Bekommt er. Ja, komm, von mir kriegt er auch noch eine Wieder Q. Goss. Urgot ist ein Gott. Mir Jo. hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich heute mal darauf achten soll, dass ich auf deine Fragen antworten soll. Ach so, ja. Ich Das habe auch dürfte gesagt, oft weder ist es Mike noch so. mir übel nehmen. Ja, also wir sind halt beide ein bisschen von dem ähnlichen Schlag, aber oft ist es auch so, wenn man was plant, wenn man im Fight ist und so, dann konzentriert man Ja. sich ja darauf. Also, Chili-Milli zurücklehnen, Däumelein nach oben, nettes Kommentar da lassen und jetzt genießt am besten bei uns beiden das Gameplay. Mein Gegner ist Mordekaiser, bei dir ist es Anivia. Urgot, bei den Gegnern ist Platin, wenn ich mich richtig entsinne. Da müssen wir ein Auge Ah, drauf haben. okay. Der spielt ADC in der Botti. Weiß ich schon, wen ich fokussen muss. Ja, ich habe auch Bock auf Urgot. Urgot, Flash, Ulti. Ich sage immer, das ist so ein bisschen. Es ist zwar nicht ganz wie Annie Tibbers, weil die knallt dann gleich alle weg. Aber durch diesen massiven CC kann man Teamfight auch für sich entscheiden. Urgot auch im Urgot, sage ich. Ich finde Galio auch im Late Game so stark. Der hat so viel Sustain auch durch seine W. Also Gut, alter Level 2 mal direkt gucken, was ausgenutzt kommt. hier. Ja, das ist schon. Ich habe meinen Trank nicht eingesetzt. Oh mein Gott. Weißt du, was ich an Anivia hasse? Ich finde meiner Meinung nach. Okay, eine Frage an die Community, eine Frage an dich. Welche ist eurer Meinung nach die stärkste Passive im Spiel? Weil ich Aha, finde, du wie willst auf oft das wird Ei hinaus. Anivias Leben einfach durch ihre Passive gesaved? Also sie ist halt ultra squishy, aber ich finde es auch mega eklig. Ansonsten muss ich sagen, natürlich so eine Passive wie von Vega.
einfach, du kannst halt zusätzlich 100 Fähigkeitscheck oder mehr sogar stacken. Okay, das ist ganz böse, das stimmt. Das in der Passive. Aber ich habe mich da gar nicht so sehr mit befasst, welche tatsächlich die ekligste Passive ist. Aber wenn du so fragst, dann sind es auf jeden Fall diese Revive-Schutzengel-Passiven. Bei Aatrox finde ich sie nicht ganz so schlimm. Warum auch immer, bei Zac finde ich sie auch schlimm, weil er so assi-tanky ist, springt rein. Du willst den Tank eh nicht fokussen und dann überlebt er auch auf Teufel komm raus. Ja, bei Aatrox ist die Passive deswegen nicht so schlimm, weil wenn er zurück ins Leben kommt, ach, nicht dann, Leben dann hat er auch immer noch Cooldown auf seinen Jump und kann nicht mehr raus. Und ja, wenn Anivia zurück ins Leben kommt, macht sie noch Q, Ulti, E und burstet dich immer noch weg. Okay, ich verstehe, was du meinst. Und genau, und ich glaube auch teilweise der Unterschied, wenn du Anivias Ei, also wenn das in der Position ist, wo du sie einfach nicht Maß nehmen kannst oder auch das Ei gar nicht mehr schwächen kannst, kommt sie ja sogar mit mehr Leben zurück. Oh, ich werde gegankt. Okay. Also das interessiert mich. Schreibt es in die Kommentare, wer sich da mehr mit befasst hat. Was ist eurer Meinung nach die stärkste Passive? Was geht hier? Oh, den hat er. KS! Good job. Das aber hast war du gehört, KS. Was ich noch gesagt habe, Mike? Apropos ja? auf Fragen eingehen. Also, was wollte ich dir jetzt sagen? Ach so, dass es bei Anivia noch so ist, dass wenn du das Ei halt nicht schwächst, dann kommt sie ja mit mehr Leben zurück, als du während des Trades. Also ne, ihr beide tradet euch ganz genau. Also halbe Leben, das Ei, zack, sie kommt wieder, sie hat auf einmal wieder volle Leben. Das habe ich halt, genau, das habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Gerade wenn du sie auf, so wie ich jetzt, auf Level 3, da hast du gar nicht genug Schaden, nachdem du eine Combo machst, noch das Ei zu fehlen. Sie flasht vielleicht noch in Richtung des Towers und dann denkst du auf einmal so, scheiße, jetzt muss ich in die Base und sie ist voll. Ganz genau. Ja, Anivia ist definitiv einer der Top-Favoriten. Und ich finde ihr Level 2 super geil, wenn du den Eisball plus den Eiszapfen dann triffst, dann hast du super geilen Damage. Und da überrascht es mich auch, warum sie einer der am wenigsten, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, warum eurer Meinung nach diese Champions überhaupt zu den am wenigsten gespielten gehören. Könnt ihr auch wirklich mal differenzieren, weil bei Urgot, okay, der wird weder im Pro-Bereich noch, also der wird irgendwie nirgendwo gespielt. Ja. Aber wie ist es zum Beispiel bei Rek'Sai? Rek'Sai wirklich, wir haben es am Anfang gesagt, wird bei den Pros super gerne gespielt. Ist es so, dass die im Low-Elo-Bereich, also die wird nicht verstanden oder ich glaube, was du vorhin gesagt hattest, Mike, dass einfach die Winrate zu low ist oder wie kann man sich das erklären? Das kann ich dir jetzt direkt gar nicht beantworten, weil ich finde, jeder dieser Champions hat man schon mal in Solo gehabt. Ich hatte letztens einen Toplane-Urgot, der hat den Jungler und den Toplaner gleichzeitig zerstört. Anivia sieht man ja, hat jetzt auch Froggen in der LCS wieder erfolgreich ausgepackt. Rek'Sai sowieso. Holy moly. Oder wer, ja genau, das will ich sagen. Mordekaiser ist für mich der absolut ekligste Toplaner. Ja, weil er wegen dem Schild die ganze der Zeit. Ja, und der dritte Schlag, also sobald er sein Gunblade hat, ist es vorbei. Und jetzt wurdest du gerade von ihm gekillt, deswegen. Ja, und wie hat das gemacht? Ich war in einer ungünstigen Position, ich dachte aber locker mit dem Slow und mit meiner W komme ich vorbei, aber er hat Ghost gezündet und das ist das Geheimnis. Wenn du von Mordekaiser nicht mehr wegkommst, dann ist halt der Schaden übertrieben und da kam auch dieser dritte Auto-Attack, der einfach mega heftig ist. Bin mal gespannt, was hier noch kommt. Bisher dominiert er mich leicht. Ja, also vom CS her war es ausgeglichen, aber jetzt dadurch, dass er den Kill bekommen hat und jetzt sein Level 6. Ich sag auch jedes Mal, also ich spiele jetzt ab und zu Ranked mit Duo-Mates und jedes Mal, wenn die Gegner Mordekaiser einloggen, dann sage ich, ey, der wird es reißen. Das ist dann auch so. Ja, es ist dann wirklich so. Mordekaiser ist... Okay. Oh, ich werd gegankt. Sie hat meine Ulti abgebrochen! No! Exhaust? Vielleicht? Die haben keine Mana mehr! Die haben keine Mana mehr! Oh! Red Buff! Sie kann Flash und mich killen. Fuck! Und sie hat Flash. Oh! Ah, das Ei. Das Ei. Hatte sie das schon wieder? Hättest du sie sonst gehabt, oder was? Nee, Nunu wollte gerade Anivia killen, aber sie hätte... Alter, will mich der Mordekaiser flachsen? Er geht schon wieder offensiv drauf. Der ist ja... Der spielt das ganz gut runter. Eigentlich gefällt es mir. Meine Begründung ist immer, warum Mordekaiser eklig ist, weil ich finde, dass Schilde das stärkste Trading-Mittel in League of Legends sind, weil ihr ja, er macht Schaden, gleichzeitig schildet er sich, also minimiert deinen Schaden. Es ist halt so ein extremer Synergieeffekt, weißt du, und du verlierst halt auch dann keine Leben. Okay, Schilde sind schon gut, aber es gibt ein Trading-Mittel, was meiner Meinung nach besser ist.
Exhaust. Ja, okay. Dann die Kombination, also aber halt vom Kit eines Champions. Ja, ne? der Feinschmecker hier. Ey, gerade richtig unlucky, ich habe Sejuani mich ganken sehen und ich habe sie geultet, aber sie hat in exakt denselben Zeitpunkt hat sie ihr Charge benutzt und kam dann noch quasi den Knockback mit dem Knockback zu mir an und hat den... Wer trollt den Mike? Okay, ich habe Tränen, aber es war überraschend. Das war sweet. Kommst du ganken? Ja, ich glaube. Aber, Ich zerstöre den Ward so, damit er... Okay, er denkt jetzt, ich bin hier. Warte kurz. Ich will ja auch... Nein, ach, du willst die Ulti, ne? Ich habe keine Ulti. Soll ich so tun, als ob ich recalle? Guck mal, hier der Bait. Aber gleich, du hast guck mal, Ulti. Jetzt go! Bring sie in die Position! The Bait! Oh shit! Again. Ulti, die... Warte, haben wir! Fuck! Ja, bleib da! Und jetzt! Shit, ich hab nur die eine erwischt. Boom. Nice. At least. Ach schade, das war mega, mega close, dass ich nachher nie... Was, die läuft da lang? Oh, was? Olivia? Sie hat kein... Oh, doch, sie hat Fisch. Ah, ich hab aber auch... Das wäre jetzt so funny. Oha! Ich hab sie wirklich mit einer Fähigkeit erwischt. Ja, wenn sie unterm Tower bleibt, krieg ich sie noch. Warte mal, ich lauf mal von hinten. Ich hab genug Range. Wo ist sie jetzt? Was eigentlich mit dem Top-Tower? Nein, ich hab sie nicht! Anivia, Olla, ich versuch's! Ich hab sie! Mike, sie hat jetzt ihr Ei raus! Ah, okay. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, sweet. So, Top Tower, sagst du? Ja, du hast TP. Ich hab zum Glück. Oh, ja, nice, ich hab TP. Hast du das gesehen? Wie süß war das denn? Anivia. Gucken. Oder? Olla? Oh, mit dem Drachen, jetzt geht's ab hier. Das ist auch so eine versteckte Power von Mordekaiser. Mordekaiser, Das freut mich ja überhaupt nicht, weil es ja mein Kontrahent ist. Also, ne, ist ja hier unser Drache, ne? Wenn ihr Mordekaiser. Ach so, ja. Stimmt. Und Tower First Blood. Heißt das so? Tower First Blood? Also, weiß nicht, wie sagst du das? Ich finde Tower First Blood gut. Okay, was macht der Morde jetzt? Oder man könnte sagen Tower First Marmor. Wow. Bei der Berg. Alter, der war so krass. Sollte jetzt zum zweiten Mal die Sprache waschen. Next Level. Wie kommt man auf so eine Kacke? Tower First Marmor. Ja. Aber ich würde es geil finden, wenn sich genau das jetzt einbürgert. Richtiger Insider der Community. Yo, Tower First Marmor. Genauso wie manche Leute jetzt sagen, wenn die in die Champions Section gehen, dann schreiben die ja nicht mehr Jungle, sondern schreiben Wald. Ja, genau, das ist auch gut. Oh! Oh! Was macht ein Morde? Der will nicht! Oh mein Gott, hat er noch Ulti, oder? Ich bin gleich da, Nein! Ich komme! Oh, yeah. Oh danke! Sejuani ist tot! Und der ist auch noch tot! Ey, nee, ne? Komm schon! Wer hat der Slow? Ich hab Slow! Oh fuck, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin nicht tot! Oh mein Gott, das war so brutal geil von dir! Mike, ich hab mit 10 HP überlebt. Oh mein Gott, das war so awesome. Dankeschön. Nice. Oh, schade, dass der Nunu nicht noch gestorben ist. Das war sehr knapp. Das war ein Auto-Attack. Oh no, Power so close. Mhm, genauso Nunu. Hast du dafür geflasht? Ja, das war eine Flash-Ulti von... Hätte ich eigentlich nicht. Und ich hab vor allem hast du gesehen, wie sich das Ganze am Anfang aufgebaut hat. Ja, dass du geultet wurdest und dann hast du zurückgeultet. Ja. Das war lustig. Das war awesome, ja. Oh mein Gott, Leute, ey. Daumen hoch für Power, der hat meinen Arsch gerettet. Holy moly. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier rauskomme. Ich hätte, nachdem Urgott dich geultet hat, habe ich auch nicht mehr gedacht, dass du rauskommst. Aber dann wirklich zurückgeultet. Du kannst, die Ulti von dir kann man doch abbrechen, oder? Ja, klar, ne? Urgott, ich komme nicht ran! Die Ulti von Urgott, ja, die kann man abbrechen, aber die hatten den kein CC gerade mehr parat. Du hast alles vorher benutzt.
Ich habe keine, du merkst es vielleicht, ich habe keine Lust in der Top-Lane zu sein. Ich kann sagen, die ganze what are you doing? Jetzt hat er auch den Tower, aber das macht keinen Spaß gegen den Mordekaiser, der ist zu tanky, dafür fehlt mir. Okay, ich pushe, ich komme. Bisschen der Damage, ja. Ich habe das Gefühl, dass Galio einfach wesentlich stärker in einem Teamfight ist, eben durch diesen massiven CC. Direkt im Solo ist Mordekaiser im Traden irgendwie stärker. Oh, mein Ping! Der hat ein Ping Level. Gerade, okay, never mind. What? Es kann sein, dass Mary irgendwas im Internet gerade macht, aber jetzt geht er wieder runter. Ah, okay. Ah, der läuft schon weg, hier war irgendwo gewartet. Ich hab jetzt meinen Black Cleaver, ab jetzt bin ich der Urgott, der wahrscheinlich Jungler und Midlaner 1v2 macht. Sejuani Spot. Oh, war guter Damage hier. Die Gegner haben wir auch eine fiese Wombo-Kombo. Nächster Drache ist wieder Infernal. Den brauchen wir. Lange noch? Okay, ich versuche es nochmal auf deine Lane zu kommen. Boah, ich glaube, wir können ihn töten. Bin mir ziemlich sicher. Ulti, ich hab. Nein! Ich wollte noch sein Schild rausnehmen. Jetzt brauche ich 5 Sekunden. Ich glaube nicht, dass er. Harry. Fuck. Es ist zu deep alles. Mach einfach die Minions, wir schaffen das. Ich glaube, an dich. Alter, guck mal, der. Boah, das war dumm! Wie LOL! Das hat funktioniert! What? What? OP Bug! Ich. War das ein Bug oder. Ich hab. Also ich war mir nicht sicher, ob es klappt, aber ich dachte so in der Situation, komm, du probierst es einfach. Und du hast ihn weggezogen. Genau, und dann war er eigentlich aus meiner Ulti raus, ist aber trotzdem in meine Richtung gelaufen. Vorsicht, dude. Yo! Und guck mal, sie schaffen es trotzdem nicht. Hopp, da kommt noch mal ein bisschen was hinterher. Oh! Ich überlebe, ich überlebe, ich überlebe! Und wir haben wirklich noch einen bekommen. Und nochmal, komm. Boah! Eine starke Q, der Base-Damage ist so. Ich bin noch in die Nunu-Ulti reingelaufen. Ich dachte, das war der größte Fehler meines Lebens, aber... Ich bleib jetzt einfach auch nochmal da. Sie hat keine Mana mehr. Attacke! Wirklich? Ich glaube, Sejuani wird hier sein. Ist ich egal. Rein, komm. Ist es nicht da? Ist das schwierig. Du slowst sie ja, ne? Ja, mit dem Schild. Und... Bam, wir kriegen noch einen! Verrückt. Easy, Pupisi. Nice. Inferno Drake, 4 Sekunden, fuck! Mordekaiser ist schon da! Den darf er nicht haben, ey. Den aber, darf er nicht haben. Okay, dann port ihm jetzt auch back. Ich hab TP. Also auch dazu kommen. Okay, guck mal, Nunu sind da. Ist aber risky. Oh mein Gott, das ist überhaupt raus! Ja, hier steht einer. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt einfach da. Ich habe aber keine Ulti. Oh, das war ein Fehler. Und jetzt? Hey, warte, wir gewinnen. Es passt schon. Ich glaube, es passt schon, oder? Wir gewinnen gut Zeit. Bisschen AoE Damage. Und da ist er. Hinter, da ist mir, Morde. Hinter uns kommt gleich noch Mordekaiser. Haben wir aber. Bumm. Bumm. Da kommt der Auto-Tag, den ich haben wollte. Ich hab sie, Duani. Ich hab sie, Duani. Ich hab sie, Duani. Hab ich nicht. Okay. Wie sieht's hier aus? Oh! Ich komm nicht ran. Oh, nice shot, baby. Ah, hier, du kannst sie. Hast du noch Full Life? Über den Tower oder so? Ein Drittel, also werde ich noch was machen können. Oh mein Gott. Und Morde, bumm. Und die ist auch weg, bumm. Nice, Tower. Yo, insgesamt 3 erledigt in diesem Fight. Na komm, hopp. Nice, ey. Ja, das lief sehr gut und wir haben jetzt den nächsten Infernal. Aber warum meintest du, dass der Infernal so geil auf Morde ist? Weil das nee, mehr also Schaden gleich mehr Schild? Drake oder? Generell ist halt gut ja. Für Mordekaiser. Infernal einfach nur, weil Infernal ist der meiner Meinung nach der beste Drake. Und der zweitbeste? Ocean? In den Ocean so stark, gerade laut, am Anfang so in der Lane. Laut man... Pros ist es der Erddrache. Na gut, aber die rotieren halt so krass, dass die auch schnell genau. Tower holen, ne? Hm. Es ist ja auch Objectives, glaube ich, ne? Für den Baron zum Beispiel. Also. Genau.
Ja, das läuft doch erstmal ganz geschmeidig. Also die 10 schlechtesten oder die 10 unbeliebtesten Champions, das ist ja eigentlich heute das Thema. Und auf jeden Fall können auch diese Champions ultra viel Spaß machen. Und sie haben auch einzigartige Mechanics, Überraschungsmomente. Guck mal, allein so eine Sejuani, übelster CC-Panzer. Dann Nunu, genauso, Save the Carry, die Taktik gab's ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum diese Champions unbeliebt sind. Die sind relativ unmobil, genau, ne? Das ist es eben. Und wenn du guckst, so ein Lee Sin, Zed, Yasuo, die sind halt übel mobil. Oha, ich hab sie! Oh. Oh. Ich glaube, sie könnte passiv haben. Ja, easy. Yo. Wie viel Damage machst du? Holy Hölle. Shit. Oh, du brauchst ein Protobelt. Ah, das würde gut kommen, ja. Next Level. Die Magieresistenz habe ich mir jetzt von Abyssin gegönnt. Zwei. Dann bin ich dabei. Oh, ich komme. Hä, wie wollen die das machen? So, der ist slow war. Den hab ich. Ja, nice, der ist slow. Ein Schuss hin. Da wartet er mit seiner Q. Nee, ich hab, okay. Also, es war frech, aber die war auch genau dann erst ab. Treffer! Oh mein Gott, der ist... Ja, dieser... Dazu der Slow, plus dass das ganze Team schneller wird. Also Galio ist meiner Meinung nach nicht von schlechten Eltern. Ich hoffe, dass wenn sie ihn reworken, aber meistens macht's Riot ja so, dass so das Kernkonzept bleibt erhalten. Oh mein Gott, der Poke, er sitzt! Komm mal, bum bum. Hätte gerne eigentlich noch ein Flash-Ulti. A la Flash-Tübers. Wow, der Poke sitzt richtig gut gerade. Ja, ist echt so. Obwohl, wer poked? Du? Ich hab gleich wieder Ulti. Ah, da wird's interessant. Alter, du willst es jetzt schon wissen. Du willst es auch wissen, ne? Ja. Komm! Alter! Komm, nein! Komm. Du hast dich fast erwischt. Ah, der Poke ist richtig geil. Da macht Urgot auch richtig viel Spaß. Wenn er erstmal genug Rüstungsdurchdringung hat, geht's auch. Top? Du wird der so ungern gespielt. Ich weiß auch damals Moskau 5-Zeiten. War auch Urgot ausgepackt. Oh Gott, in Alistar Jungle. Junge, das waren die besten, meiner Meinung nach die besten League of Legends Zeiten. Als wir zusammen im Zimmer saßen und uns Moskau 5 gegeben haben. Oh, ich hab ihn noch erwischt! Long Range! Double! Wir sind jetzt auch echt zu weit vorne. Obwohl 18 zu 10 ist. Kriegst du? Was macht der denn? Jetzt müssen sie alle fliehen. Ich will Sneaky Action machen. Okay, das war nicht. Ich hab meine Ulti, das heißt, wen du. Am besten natürlich. Ich bin Riff. Okay. Sneaky Action. Ich würde eigentlich immer noch reingehen. Boom! Da ist meine Ulti. Ulti alle erwischt. Yes. Alter, dein. What? Ja, der ist nicht schlecht. Die Passive. Nimmt er auch. Wie viele Kills hast du? 11! Hast du Galio trainiert? Jetzt hat's ja BAI, komm. Na, also. Hast du dir das gewünscht, oder was? Bisschen schon. Bisschen irgendwie schon. Ah, ich komme nicht weg. Ich glaube, ja, doch gegen Morde müsste. Ja, so. Hier nochmal der Slow. Galio hat halt ultra hohen Base-Damage und ich... Das stimmt. Ich habe ihn auch selber im Ranked gerne gespielt. Er ist so ein bisschen der AP-Cho'Gath. Gerade vom Base-Damage. Cho'Gath, achso, wobei, Cho'Gath ist auch HP, ne? Jo. Ich wollte also, das sagen, irgendwo passt das vorne und hinten nicht. Aber man kann zum Beispiel eben aus dem Grund, den du genannt hast, auch Galio als Supporter spielen. Mhm. Genau, braucht wenig Items, haut aber trotzdem was raus. Aber da ist er leider wieder zu unmobil. Vielleicht, ja. Das hat Riot jetzt beim Warwick eigentlich auch gut gelöst, glaube ich, bei dem neuen. So also ein bisschen mehr Mobilität hat, vielleicht auch mal Early in Gank. Und das Kernkonzept, wie gesagt, ist ja relativ ähnlich geblieben. Ja, also mir gefällt's. Das ist schön. Und willst du, also ich will Warwick eigentlich auch mal spielen. Ich frage mich, wie gut er wirklich jetzt abgehen wird. Ja, komm, lass hier wenn, den Blue Buff. Wenn das Video kommt, ist er ja wahrscheinlich schon draußen. Weil, also ich denke mal am Donnerstag, dass er dann kommt. Da habe ich richtig Bock drauf. Oh, ist die alleine. Ist die Arme alleine. Genau, sie flasht. Als weg. Okay, ich hole einfach den Ruf. Ah. Ach, 5? Okay.
Ja, ich trotzdem, scheiß drauf. Oh, ich will glaube ich auch keinen. Ich fäsche. Komm schon. Komm hier. Aha. Nein, und das war eigentlich geil, dass er mich reingezogen hat. Aber es war, also dadurch war ich, ich weiß gar nicht, 1 oder 1,5 Sekunden CC, ne? You're still here. Ich sehe das. Ich bin zurück. Bumm. Schöner Double. Schade, nur noch diese Ansage, ich flash und dann bin ich tot. Genauso wie bei mir, ich mach sneaky action, bin tot. Was ist das? Noch ein Infernal, dude! Der Blue Buff. Oh, eigentlich hast du ultra viel Damage, ne? Ah. Sag ich doch. Und zack, zack. Wow. Kogi! Das war wirklich so close. Du siehst, ich TP' mich hier, Bro. Das ist echt easy. Lol. Okay, ja, dann hast du. Mein Gott, da habe ich die Tasten aber gesmashed. Ich wollte die doch diesmal nicht wegnehmen. Mhm. Schade, dass die Passive von Kog'Maw nicht mehr ankam für den True Damage. Dann wäre ich schneller durchgekommen. So, das haben wir. Dann haben wir schon. Wow, wir haben viel zu viel. Ich habe, glaube ich, scheiß Items gebaut. Eine Magieresistenz. Ich habe 50% CDR jetzt schon. Das ist nicht richtig. Okay. Okay, meine Schuhe also, kann ich noch ändern. Dann brauche ich jetzt erstmal Last Whisper. Hast du in den Runen und Masteries. Also in den Runen noch 10% drin, oder? Oh mein Gott, in den Runen habe ich auch noch welche drin. Musstest du mich dran erinnern? Aber das habe ich auch oft und dann baue ich und gerade, weil früher war es ja eigentlich so gang und gäbe, jetzt werden die Items wieder ein bisschen verändert und jetzt kommt man auch so ganz gut auf seine 40. Hm. Ja, das Ding ist aber ich spiele halt nicht so oft Urgott. Ich denke mir so ein bisschen den Itembild zusammen. Wie kommt das nur, dass du nicht auf Urgott spielst? Dabei gehe ich gerade voll ab mit dem. Mann, ich würde so gerne Flash ulten eigentlich. Alles klar, ich bin bereit. Einfach auch. Komm, dann würdest du auch einen Dive her, aber der Schaden, wie viel kommt? 1000 Damage. Ich kann diven, wenn du willst. Du musst mich nur ultien, dann. Wehen. Ich hab keine Probleme. Jetzt! Was? Du Futter? Oh, nee. Nein, komm schon! Aber es passt. Es der Kog'Maw, der Kog'Maw. Der hat schön gedrückt. Hashtag Ruff. Ha, easy. Aber er kam nicht weg, er ist schon zu dicht dran. Ja, das ist so sweet. Ja, insgesamt wurde er zu lange Oh ja. Und der Slow ist auch so geil, wenn du ein Schild anhast. Ach, du hast gesagt, hier, das Hextech Proto Belt. Mhm. Ja. Einfach nur damit du, sag ich, noch so einen sneaky Engage hast. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir bannen können. Wir können aber noch ein bisschen auf den Tower klopfen. Das muss immer sein. Das ist eine der spaßigsten Fähigkeiten, auch die, weil Poke mag ich sowieso. Das stimmt. Ah, wir haben auch lange keine Poke-Combo mehr gespielt. Next game. Confirmed. Wieder so Jace Niederlee-mäßig. Das hat immer Spaß gemacht. Dann bringe ich mein Ezreal. Okay. Also Jace habe ich letztens aufgenommen. Oh, da muss ich mir vielleicht was anderes überlegen. Boah, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute meinen Jace mal sehen wollen, weil ich den Spiel den Original nie. Ich finde Jace, also er ist stark, ne, wenn ihn jemand kann, aber ich finde seine Transformation und alles so träge, gefällt mir nicht. Ja, ich finde diesen Champion überzogen stark. Hm. Ich finde er hat einfach, das ist wieder so ein typischer Fall von einfach zu viel im Kit haben. Prozentueller Damage, wegkommen, beschleunigen, dann auch noch das ganze Team, dann poken, bursten, wenn der Gegner nah rankommt, Mana regenerieren. Ja, der one-shottet mit seiner Hammerform einen Carry einfach. Mhm. Und wenn er halt nicht rankommt, dann pokt er erstmal schön auf die Stadt. Was will der hier denn, Nunu? Das ist halt hier alles. Nunu! Hopp! Okay. Und ich hab wieder Flash. I'm sorry, you're still dead. Ey, das ist auch geil, wenn du, glaube ich, ein Urgott ahead bist und du dich einfach so rein ultien kannst. Ja, genau.
Ja, ich bin sehr gespannt immer noch auf die Frage, was die Leute in den Kommentaren schreiben werden. Die nützlichste Passive, euer Meinung nach. Oh, er macht es! Er macht es! Der Damage ist echt genial. Also diese Champions können trotzdem was drücken. Also es ist nicht so, dass sie wenig gespielt werden, weil sie wenig Schaden machen. Das ist wahrscheinlich eher das, was wir gesagt haben. Es liegt ein bisschen an der Mobilität, die diesen Champions fehlt. Durch die Bank weg, ne? Außer Rek'Sai, Aurelion. Ja, aber wenig Mobilität. Ja, ich glaube, einerseits ist es die Mobilität und auf dem zweiten Blick ist es die Stumpfheit. Nunu hat fast nur seinen Schneeball. Das stimmt. Urgot muss seine Combo treffen. Stumm. Weiß ich nicht. Also als Theorie zumindest. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Warum sind diese Champions die least popular Champions? Laut LOLKING zumindest. Wir danken euch natürlich fürs Zuschauen. Schaut in die Beschreibung, lasst einen Daumen hoch da. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Alles klar, Leute. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao.